SportTV 22. Wir begrüßen heute Mario Odner bei uns im Studio. Unser Trailrunner, der heuer sehr erfolgreich schon war und jetzt im Ötztal seinen Lauf weitermacht. Der fünfte Lauf, Mario, heuer für dich im Trailrunning. Ja, genau. Ich freue mich sehr drauf. Das ist eine neue Erfahrung für mich. Freut mich, dass ich wieder da sein darf bei euch. Danke für die Einladung. Und ja, das werden wir heute und morgen rocken. Ja, ja, und es ist ein Sprintrennen. Da geht es wohin, worauf? Da geht es von Umhausen, Dorfzentrum Umhausen, geht es über den Stübenwasserfallweg zum Gasthaus Stübenfall. Ja, das ist ein toller Sprint, ca. 25 Minuten wird da Vollgas geben und da werden wir ihn beobachten, was er heute macht, der Mario Odner. Und er kommt aus Osttirol. Mario, stell dir mal vor, wo kommst du her und wie lange machst du deinen Sport schon? Ja, ich bin der Odner Mario, komme aus Pfaltersbach, das ist in der Nähe von der Grenze zu Südtirol. Und den Sport mache ich seit mittlerweile mehr als mein halbes Leben. Bin leidenschaftlich dabei. Es taugt mir voll, überhaupt mit den Ergebnissen und wenn die Entwicklung so weitergeht, wie ich es haben will und in die Richtung geht, wo ich es gern hinkomme. Ja, es passt mir gut. Ja, und der Mario ist in der Altersklasse einer der besten in Österreich und wenn nicht auch in Mitteleuropa. Also er macht den Sport schon sehr lange. Das Trailrunning ist ja mittlerweile sehr erfolgreicher Sport geworden, auch bei uns in Österreich, in den Bergen. Was fasziniert dich da, also Mario, bei dem Sport? Ja, mir fasziniert, dass man auch in Gegenden kommt, wo sonst nur wenige Leute hinkommen. Und auch die Community ist auch so ein Zusammenhalt, egal von welchem Kontinent die Leute herkommen. Das ist einfach einmalig, ja. Ja, ein toller Sport, ein schöner Sport, ein harter Sport. Mario, wie trainierst du denn so? Wie bereitest du dich vor? Ja, ich bereite mich eigentlich hauptsächlich, das Training ist im Winter, viel Ausdauer und natürlich noch im Frühjahr, bevor es zu den Rennen hingeht, mit Intervalleinheiten. Und natürlich Regeneration ist ganz wichtig. Ich habe heuer ein bisschen mehr auf Regeneration gesetzt, weniger Training, dafür qualitativ besser. Und ja, das läuft ziemlich gut, ja. Bist du da in einer Altersgruppe eingestuft oder ist das eine allgemeine Klasse? Das ist eine Altersgruppe, meine ich. Je nach Bewerb oder Wettbewerb unterschiedlich. M30, M40, M35, je nachdem, wie sie es werten, das ist eigentlich Altersklasse. Mario, die Verbindung zur Rennleitung, jetzt läuft sie 50, 60, 80 Kilometer und jetzt bist du in einem Tal drinnen, und vielleicht hast du ein Problem und die Rennleitung sucht vielleicht jemanden. Mhm. Habt ihr da eine direkte Verbindung? Wie funktioniert das dann? Ja, wir haben eine Verbindung, dass wir im Handy die Nummer einspeichern vom Rennleiter oder sie ist auf der Startnummer angeben. Und wenn was ist, muss ich die Nummer wählen und sagen, was passiert ist. Und dann kommt eine Bergrettung oder wie auch immer, kommt jemand, ja. Habt ihr da so wie ein Transponder dabei oder weil der muss ja irgendwo den Punkt dir finden, wenn er jetzt mit dem Hubschrauber kommen sollte, weil du dir jetzt irgendwie verletzt hast, Bandel gerissen, Fuß vielleicht, wie auch immer. Ja, es gibt entweder Veranstaltungen, wo ein Transponder mitgeführt wird, da sagen sie genau, wo du bist. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Rennen sein, wo es keinen Transponder gibt, wo es nur eine Chip-Zeitnehmung gibt, dann schätze mal oder kommst mit den GPS-Daten von Handy und du sagst, du bist jetzt genau da, schickst du sie mir. Und dann wissen die auch zum Beispiel, wo du bist. Ja. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und was noch wichtig ist, ist die Ernährung für einen Trailrunner. Wie ernährst du dich? Ja, ich schaue mir das mit natürlich Nahrungsergänzungsmitteln ein bisschen unterstützt, weil die Kalorien kann man essenstechnisch. Ja, da sieht man einen Sponsor. Da sieht man einen Sponsor, ist recht gut verträglich. Ja. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht und bin sehr dankbar um die Unterstützung von Seitensponsor. Und sonst schaue ich eher, dass er weniger Fleisch ist, wenn qualitativ hochwertiger. Und mittlerweile seit 2-3 Jahren lasse ich generell Wurst weg. Das tut mir verdauungsmäßig viel besser. Ja, das sind so Kleinigkeiten, Step by Step, wo man einfach schaut, was einem gut tut, entwickeln lassen und wieder einen nächsten Schritt macht. Jetzt ist ja dieser Sport Trailrunning nicht der Sport, der was jetzt populär ist, dass man Geld verdient, dass man irgendwie finanziell unterstützt wird. Wie ist das bei dir? Wie unterstützt du dich oder wie wirst du unterstützt? Ja, ich habe mir in den letzten Jahren ein bisschen was aufgebaut, würde ich mal sagen, auch mit euch. Herzlichen Dank dafür. Und bin sehr froh, dass ich, auch wenn es nur
unter Anführungszeichen kleinere Beträge sind, aber ich bin mega froh um die Unterstützung allerseits und ich bin sehr zufrieden. Also, es könnte natürlich im Verhältnis zu anderen Sportarten eine Anpassung stattfinden, keine Frage, aber es ist, ja, die Welt ist leider. Also. Leider, die Vermarktung vom Trailrunner ist noch nicht so populär, aber wir helfen ihm natürlich von TV22. Mario, hast du einen Trainer, der was dich unterstützt oder trainierst du alles alleine? Ich mache meine Trainingspläne eigentlich selber, nach Bauchgefühl, nach Befinden, wie aktuell der Körper sagt, passt, passt nicht. Und seit mittlerweile letztes Jahr im November habe ich mich ein bisschen umgeschaut, oder eigentlich schon letztes Jahr, allem schon geliebäugelt mit einem ein bisschen ein paar Tipps zu holen von einem kompetenten Trainer. Und da habe ich jetzt zweimal mit ihm getroffen, eben letztes Jahr einmal und heuer einmal sind wir miteinander gelaufen, hat mir Lauftechnik ein bisschen beigebracht, ein bisschen umzuändern. Und da habe ich viele Tipps schon gekannt umsetzen und die wirken sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ja, auch wichtig, also man sieht auch im Trailrun-Sport, wo man meint, nur bergauf und bergab laufen, muss man natürlich auch den Körper einteilen, wenn man lang Distanzen läuft. Das Highlight, und das Highlight ist auch, wenn das Wetter passt, wunderschön in den Bergen. Mario schickt uns immer wiederum tolle Fotos, könnt ihr nachschauen auf sein Profil bei www.tv22.tv, was er für tolle Bilder macht, wenn er trainiert. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die schönsten Bilder von den Bergen. Mario, wir wünschen dir jetzt ein tolles Wochenende bei uns hier in Tirol. Alles Gute, viel Erfolg und eine tolle Saison. Super, danke, vielen Dank. SportTV 22 und wir bauen heute in Umhausen beim Trailrun und wir haben den Organisator, den Martin Scheiber, bei uns da. Martin, der Trailrun heuer wieder 2023 am Start bei euch erinnern und man sieht, ein toller Wettbewerb, den was ihr da bietet heute. Ja, natürlich, wir sind wieder froh, dass wir das machen können und wir freuen uns, wir haben ein irrsinniges Glück mit dem Wetter, wenn man den letzten Tag hernimmt. Das einzige Thema, was wir haben, ist natürlich die hochgelegenen Passagen, die haben wir müssen jetzt ein bisschen ummodeln. Wir können nicht alles laufen, original, aber ja, wir nehmen das im Kauf. Wir haben trotzdem eine wunderschöne Streckenführung und freuen uns jetzt auf die zwei Tage. Ja, und es wäre toll heute. Und heute haben wir den Sprint, das geht über den Stulpen voll hinauf. Also ihr habt da heute so einen 30-Sekunden-Start, also das wird interessant auch für die Sportler. Ja, absolut. Wir haben einfach gedacht, wir lassen uns da mal was anderes anfangen. Wir haben morgen wieder die Massenstarts und heute, wir haben also an die 60 Teilnehmer und es geht also im 30-Sekunden-Takt aus, gemischt, Männlein, Weiblein und es geht durchs Dorf auf, danach im Wasserwallweg Richtung Stulpenfall. Ja, spannend, es ist für jeden Teilnehmer einfach eine Herausforderung, weil einfach niemand jemanden kennt und ja, es ist ganz eine interessante Sache. Ja, wird interessant und wir haben ja da einen Rekord von 21 Minuten, wie der so mitgekriegt hat und der sollte heute fallen. Ja, der Manuel Inhofer hat den Rekord, also sensationell. Ja, wir taten jetzt natürlich freben, dass das wieder einer knackt. Und ich sage, die Sportveranstaltungen leben halt mit den Herausforderungen. Und wenn den einer knackt, da wird halt wieder einer schauen müssen, das wieder demnächst zu brechen. Ja. Ja, und es gibt immer wieder einen, der einen Weltrekord oder einen Rekord wieder packt. Und Martin, wir wünschen dir jetzt einmal einen tollen Sprint und morgen eine tolle Veranstaltung 2023 hier in Umhausen, der Trailrun. Und ich glaube, das hat eine richtige Motivation, hier mit dabei zu sein. Ja, also nochmal, wir haben einfach eine mega traumhafte Kulisse mit den Stulpen voll höchsten Wasserfall Tirols. Und ich muss fast sagen, es geht uns nicht um die Masse der Teilnehmer, sondern wir probieren sie ja klein zu halten. Aber es geht um die Qualität. Wir haben mittlerweile viele Läufer, die schon jetzt mehrmals dabei sind. Und ja, es wird schon fast familiär und das taugt uns einfach auch. Ja. Ja, und wir selber haben auch von TV22 einen Sportler bei uns da, den Mario Odner, der aus dem Osttirol kommt. Ja, Mario, kommen wir mal in die Mitte zu uns her. Mario, du bist heute das erste Mal mit dabei bei diesem Sprint. Ja, ich bin das erste Mal dabei und freue mich richtig drauf. Ja, und der Sprint ist aber jetzt nicht deine Disziplin, du bist mehr auf die Langstrecke. Ich bin mehr auf der Langstrecke, aber ich bin ein guter Durchputzer und freue mich wirklich drauf, ja. Hast du da heute die Strecke schon mal angeschaut, besichtigt? Nein, überhaupt nicht. Lass es drauf umkommen. Einfach Vollgas. Einfach Vollgas, ja, so soll sein die Motivation der Sportler hier in Umhausen. Und es wird eine spannende Geschichte heute hier bei diesem Sprint. Und wir werden schauen, wer wird von den 60 der Beste sein. Die beste Dame, der beste Herr. Martin, wir wünschen dir alles Gute, einen tollen Erfolg für diesen Trailrun 2023 hier in Umhausen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.
und jetzt kommt unser Favorit Mario Odner. Höhenmeter und über 4 Kilometer geht dieser Lauf. Und die letztjährige Rekordzeit von 21 Minuten möchte heute hier unterboten werden. Und wir sind gespannt, bei perfekten Temperaturen wird heute hier dieser Trailrun durchgeführt in Umhausen. Es kommen jetzt gleich die ersten Athleten hier ins Zielgelände und wir werden sie jetzt empfangen hier auf www.tv22.tv. Ja, da Mario Odner, unser Favorit aus Österreich. Ein Schnaufer von dir, noch 400 Höhenmeter, 25 Minuten jetzt hier herauf. Wie war der Lauf? Anstrengend, aber super. Super anstrengend und wir haben gesehen, du bist als 19. weg und hast über 19 jetzt überholt. Ja, das ist, schaut so aus. Ja? Das schaut so aus, 19 hat er jetzt überholt hier bei diesem Trailrun und der Mario ist jetzt mal in Führung und wir sind gespannt, ob er diesen Rekord hier noch unterbieten kann, ob dieser Rekord unterboten wird, die 21 Minuten, 25 Minuten, warst du zufrieden mit der Zeit? Oh, genau das, was ich mir vorgenommen habe, ja, war's gut. Ja, super für Mario Odner aus Osttirol, unser Trailrunner von TV22, ja, jetzt werden wir schauen und wir werden sie beobachten und dann schauen wir mal, wie waren das über die Stufen, erzähl mal. Ja, Stufen sind ein Horror, aber ein gutes Training. Ich sag, morgen kommt erst deine Disziplin, die 13 Kilometer. Morgen kommt sie, ja. Deswegen war es ein guter Mann, deswegen, bis der Eifer geht. Und ja, morgen immer wieder Gas. Ja, da sind wir gespannt, morgen auf diesen Trailrun, die 30 Kilometer für den Mario. Jetzt hat er mal den Sprint erledigt und wir sind jetzt gespannt, ob diese Zeit unterboten wird oder ob er heute der Tagessieger ist, hier am Umhausen Trailrun 2023. Ja, ein Lächeln im Gesicht. Wie war der Lauf herauf? Ja, wunderschön. Also man kann ja wirklich lächeln, wenn man hier oben ist und hat die Strecke geschafft. Wunderschön. Ein Traum. Nur heute den Sprint oder morgen auch noch? Morgen nur die 12 Kilometer. Dann wünsche ich mir alles Gute. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Lino, ein toller Lauf jetzt von dir mit einer tollen Zeit. Weißt du, wie lange du jetzt brauchst das darauf? Nee, eigentlich nicht. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht, was weiß ich, weil es als 10. oder so ankomme und das jetzt so schnell ist. Das ist auch mein erster Trail. Der, also, eigentlich hätte ich gedacht. Überhaupt dein erster Trail, was du heute gelaufen bist? Ja. Mit 10 Jahren? Ja. Ja, super toll, oder? Ja. Warst du zufrieden mit deinem Lauf? Ja, aber sehr anstrengend. Und laufst morgen auch noch mit? Nee, morgen nicht mehr. Morgen bin ich kaputt. Okay, dann wünsche ich mir alles Gute. Gratulation, ein toller Lauf von dir. Perfekt, Gratulation. Die Carolina Holzknecht aus Lengenfeld, jetzt in 36 Minuten heraufgelaufen. Sehr anstrengend gewesen für dich. Ja, schon. Aber ist er gut gegangen? Ja. Bist du zufrieden mit deinem Lauf? Ja, schon. Und laufst du morgen auch nochmal mit? Nein, morgen nicht mehr. Morgen nicht mehr. Aber den Erdmann. Morgen ist er dran. Ja. Okay. Und haben sie da alle in Daumen gehalten, deine ganzen Fans? Ich glaube schon, ich hoffe es. Ist das der erste Rennen oder bist du schon mal gelaufen? Nein, ich bin schon zweimal mit. Und es ist ein richtiger toller Sport für dich? Ja, schon. Dann wünschen wir dir in Zukunft alles Gute, Caroline. Danke.